Marlene, ich finde es übrigens total charmant, wie du John Sinclair sagst. Ja? Ja. Sag nochmal John Sinclair. John Sinclair? Ja. Das ist. Das ist. Du bist da halt ein Mädchen aus Hesse und in Hesse spricht man halt John Sinclair aus. Ja? Terra pestem teneto, salus hic maneto, Entschuldigung, Schluck auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge John Sinclair Night Talk. Und heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Marlene Klein. Hallo Marlene. Hallo Hennes. Na, wie war die Anfahrt? Fragt man immer so am Anfang. Also mache ich zum Beispiel. Regnerisch. Du kommst. Und ein bisschen irreführend, weil diese Mülheimer Brücke gesperrt ist. Oh ja, das hätte ich dir sagen können. Also wir sind in Köln bei Basta Löbe in den Katakomben, in der Gruft, ja. Und du bist heute angereist aus der Wetterau, aus der schönen Wetterau in Hessen. Mhm. Dürfen wir ja sagen. Mhm. Ne? Und wie bist du dann gefahren? Dann bist du über die 3 oder die 1 oder wie ist das? Also normalerweise fahre ich immer die 45 und die 4. Ja. Und dann rüber? Habe ich aber heute noch einen Schlenker gemacht und deswegen kam ich von der anderen Rheinseite und wollte über die Mülheimer Brücke. Darfst du nicht machen. Über die Mülheimer Brücke muss mal ein Roman geschrieben werden, weil das ist der wahre Horror. Ja. Aber ich freue mich ganz besonders. Ich habe es geschafft. Du hast es geschafft. Yes. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du bist heute hier, weil du bist nicht nur John Sinclair Autorin, sondern Drumroll, du bist die erste John Sinclair Autorin. Du bist die erste Frau, die einen kompletten John Sinclair Roman geschrieben hat. In schwarzer Tiefe. Hier ist er. Und das ist ein ganz toller Roman. Ich habe den wirklich an einem Nachmittag in einem Rutsch gelesen. Mhm. Jetzt muss ich direkt am Anfang Marlene Klein ganz investigativ fragen. Ich muss jetzt den inneren Lanz mal raushängen lassen. Entschuldigung. Wenn das Lanz hier, Markus Lanz. Ja. Ja, so, pass auf. Klingt so ein bisschen blöd, wenn man sagt, ich muss den Lanz raushängen lassen. Marlene Klein, schreibt man als Autorin anders als Mann? Kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich war noch nie ein Mann. Richtige Antwort. Ja, das ist aber die Frage, die einem natürlich, wenn man sagt, du bist die erste Single-Autorin, fragt man sich natürlich, ja, aber die schreibt jetzt über, weiß nicht, über Einhörner oder über Dings. Und das ist überhaupt gar nicht wahr. Das ist ein richtig amtliches Ding mit, ich sag mal so, mit leichten, na, Fantasy-Anteilen nicht. Das Tolle ist, das sind eigentlich zwei Romane in einem, weil du ja nochmal, ohne, wer den Roman noch nicht kennt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil du gehst nochmal richtig nochmal in die Vergangenheit rein. Es geht um Wasserdrachen. Mhm. Was war denn die Inspiration? Bei dem Cover können wir es ruhig sagen. Bei dem Cover. Komisch, um was geht es denn da eigentlich so? Wie war das denn, als du das Cover zum ersten Mal bekommen hast? Hast du gedacht, so, das ist ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe, oder ist es was anderes? Weil das ist ja immer die große Frage, auch schon früher gewesen bei Vincente Ballesta. Ich habe mir Sinclair zum Beispiel auch immer ganz anders vorgestellt. Aber wenn man also Autoren. Der Drache, du hast es gelesen, mein Drache sieht ein bisschen anders aus. Sieht anders aus, ja. Der ist mehr so ein bisschen Smaug-mäßig, ne? Mein Drache ist eher so schwarz und dunkel und ja, egal. Tut der Qualität dieses Romans aber überhaupt keinen Abbruch, also das Cover. Man soll ja ein Buch nicht nach dem Cover beurteilen. Nochmal zur Inspiration. Das Ganze spielt am Bodensee. Mhm. Und das liest sich so, als ob du da schon öfter mal warst. Ja. 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 Da kannst du richtig, man merkt richtig, du bist da. Ja gut, 2-3 Mal vielleicht schon. Also jetzt nicht so oft, dass ich da irgendwie ein Ferienhaus hätte oder sowas, aber ich war schon vielleicht 3 Mal da. Ja. Und der entstand, also nachdem ich das letzte Mal da war, 2015, 2016 oder im Dreh rum, da entstand dieser Roman dann. Und wenn du dir jetzt überlegst, okay, das ist dein erster Roman, dein erster John Sinclair Roman, es ist nicht dein letzter, das können wir schon mal sagen, da kommt noch ein bisschen was. Wenn man jetzt so eine Location sich ausdenkt, oder Locations, also man denkt sich ja viele Locations sich aus, es gibt ja viele Locations, aber es ist ja bekannt, John Sinclair ist ja in London stationiert sozusagen. Und das London bei Sinclair ist ja ein anderes als das echte London. Wenn du dir jetzt eine Location aussuchen dürftest, dann sagst du, okay, wenn das jetzt wieder geht, wenn man wieder reisen kann, da fahre ich hin, um quasi zu
mir Inspiration zu holen, Recherche, irgendwo auf der Welt, wo würdest du jetzt am liebsten, nicht, dass, da, also, da, dass wir das jetzt bezahlen, das nicht, aber ich sehe so als... Das würde ich sofort annehmen. Ja, ich denke, oh Gott, Bender, du redest dich im Kopf und Kragen hier. Der John Sinclair Autoren nach Rumänien, das wär's doch, oder? Nach Rumänien? Wär das warum was? Nicht? Das ist doch, also ich war in Rumänien. Ja. 2019, also kurz bevor das alles losging, und am Schloss Bran auf den Spuren Dracula. Ja, ja klar. Ja, gab es aber schon oft, ne? Ja. Darf man nicht vergessen, gab es schon oft. Aber jetzt mal sowas Exotisches oder sowas. Gäbe es zum Beispiel, sag mal, das ist jetzt nicht so weit für dich, aber könnte Sinclair zum Beispiel auch in der Wetterau zum Beispiel, auch, da gibt es ja auch Sagen, da gibt es das Keltenmuseum, das stimmt, zum Beispiel. Das stimmt. Ja. Ach, ich weiß nicht. Wetterau ist mir vielleicht ein bisschen zu nah. Mhm. Ja? Also wenn ich dann irgendwas beschreibe, dann kenne ich da vielleicht jemanden, der wirklich so aussieht und dann, nee, das ist mir ein bisschen zu eng. Ja. Also ein bisschen weiter weg sollte es schon sein. Deine nächsten Romane spielen wo? Kannst du da schon ein bisschen also was andeuten? Also der nächste, der jetzt erscheinen wird, der spielt in London. Hm. In London. Also das. London kennst du aber auch. Ja, ich war auch schon mal da. Ja. Aber der, darf ich das verraten? Der ganze nächste Roman spielt in einem einzigen Gebäude, ist vielleicht auch was Besonderes. Wow. An einem Tag, in einem einzigen Gebäude. Und das ist Fiktion. Also dieses Haus gibt es nicht. Oh, das gibt es auch bei Fernsehserien. Da muss ich mal gerade unser Kamerakind fragen. Wie heißt das nochmal, wenn so eine Folge nur in einer Serie spielt, in einem Raum? Was ist das? Ist nicht Bottleneck? Bottleneck. Oder Bottle. Ja. Bottle, irgendwie sowas, Episoden, das gibt es im Fernsehen auch, ja. Unser Kamerakind, Gary Streberch, der auch Drehbuchautor ist. Ich belüge euch gerade. Was? Der Einstieg von meinem Roman, der spielt woanders. Aber okay. Nur ein kleines Stückchen. Ja. Wann bist du denn zu John Sinclair gekommen? Zum Lesen oder zum Schreiben? Zum Lesen erst. Ja, erstmal fangen wir mal ganz vorne an, Marlene. Was war denn der erste Kontakt mit unserem Gast? Also gelesen habe ich eigentlich schon, seit ich überhaupt lesen kann. Mhm. Ja, also ich bin großer Buchfan von allem, was irgendwie gedruckt ist. Also ich habe schon immer eigentlich alles gelesen, was mir in die Finger kam. Und den ersten John Sinclair hat mir eine Klassenkameradin in die Hand gerückt. Das muss 7., 8. Klasse gewesen sein. Ich weiß noch, wie die heißt. Angelika. Gruß, danke. Es hat was gebracht, also Angelika. Also wenn du heute noch John Sinclair liest, ich bin auch noch dabei. Wir haben seit 30 Jahren nicht gesehen. Das war so der erste Kontakt. Und da habe ich dann auch mir jede Woche den Roman gekauft. Dann warst du angefixt quasi. Weißt angefixt. Du noch, was der erste Roman war? Leider nicht mehr. Ja. Also ich weiß noch, das habe ich auch schon mal in einem Interview gesagt, ich weiß noch ganz genau dieses Gefühl, weiß ich noch ganz genau, dieses Gänsehaut und dieses Kribbeln, denken, das ist was Außergewöhnliches, sowas habe ich so noch nicht gelesen. Ich habe das verschlungen. Wie alt warst du da? Ja, wie alt ist man? 7., 8. Klasse, so 13, 14, ja, war sowas. Bei mir auch so, ja. Und das hatte damals noch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, immer so ein bisschen sowas Verbotenes vielleicht. Sowas, die Eltern fanden das nicht gut. War das, glaube ich, egal, aber es hatte trotzdem so einen gruseligen Reiz. Also es hat mich ungeheuer geflasht. Mhm. Und dann hast du irgendwann mal, wie ging das dann weiter? Es gibt ja so diese Phase, das war also zumindest bei mir so, dass man ein Sinclair-Fan ist, man ist erstmal angefixt und dann hört das irgendwann mal auf, weil es wichtigere Dinge im Leben gibt. Ich habe das nachrecherchiert an den Heften, die ich noch zu Hause hatte. Also ich habe dann ungefähr 2, 2,5 Jahre durchgelesen. Und dann habe ich wieder aufgehört. Stell ich mir gerade so vor, man liest 2,5 Jahre durch. Ja. Wow, also sportlich, Marlene. Jahre, jede Woche das Heft. Das könnte ich wahrscheinlich auch. Wenn gebinged quasi, ne? Sozusagen. Also ich habe das dann in dieser Sinclair-Phase so 2, 2,5 Jahre gehabt. Ich denke, dann wird auch Schule mit Abi und so weiter aktueller. Ja, auch gut, da kommt noch was oder anderes. Andere, ne? Reale Mann. Pubertät, dann auch. Ne? Genau, ja. Also dann habe ich erstmal wieder das sein lassen. Hab aber andere Sachen immer gelesen. Also ich habe eigentlich mein Leben lang gelesen. Auch Horror und sowas, oder? Eigentlich gar nicht mal so sehr Horror. Ja. Seltsamerweise ist das Gruselgenre John das einzige, bis auf so wenige Ausnahmen links und rechts, dass ich mir mal auf der Buchhorn was kaufe, was auch über Vampire geht. Aber das Einzige, was ich wirklich mit Grusel so richtig lese, ist John. Und wenn ich ein Buch lese, ist das seltsamerweise häufiger mehr so ein Thriller. Manchmal auch so ein bisschen in Richtung Fantasy. Mhm. Aber auch häufiger so ein Chocos oder so ein Pfitzig oder sowas.
Das kann ich auch nochmal sagen, als Sir Jason hier war und ich mit ihm gesprochen habe, hat er auch gesagt, Leute, lest viel und lest vor allen Dingen quer. Mhm. Lest nicht nur Sinclair und nicht nur Horror, sondern erweitert euren Horizont mit diesen Sachen. Aber es gab, und darauf will ich hinaus, es gab einen richtigen Wiedereinstieg für dich. Da will ich drauf hinaus. Also das war ganz lustig. Ich bin da durch die Gegend gestreift und habe in einer Buchhandlung gesehen, das Hardcover, die Rückkehr des schwarzen Todes. Also das musste ich sofort haben, ja, ist klar. Das habe ich gekauft, das habe ich gelesen und das war, das hast du, glaube ich, auch schon mal im Night Talk gesagt, wie wenn du Familie wieder triffst. Ja. Ja? Diese Freunde, diese Charaktere, die dir so lange so vertraut waren und dann waren die sofort wieder da und es war alles wie immer und Sheila macht Mini-Pizza, ja, und Glenda kocht Kaffee und Mensch, die machen ihre Sprüche und haben ihre Fälle, also es war gleich alles wieder da und seitdem lese ich jede Woche wieder brav meinen John Sinclair Roman. Aber das war nicht der Moment, wo du gedacht hast, ich fange jetzt an zu schreiben. Nee. Das war noch ein anderer. Nee, der war auf der ersten Convention. Das war auch 2016. Genau. Das war die erste Convention 2016. In Nippes. Das war so eine schöne Location in so eine Burg war das. So ja, mitten in der Stadt. So ganz abgefahren war das. Ich weiß, Parkplatz war schwierig, Schloss, aber die Location so. War super. Ja, das denkt man gar nicht, wenn man in Köln ist. Ne? Man findet keinen Parkplatz und dann steht auf einmal so eine Burg mitten in der Stadt. Ja, es war toll. Es war richtig atmosphärisch. Und da begann das auch, dass diese Gastautoren oder Fremdautoren geschrieben haben. Also vorher war für mich John Sinclair Jason Dark. Also ich wäre überhaupt nie auf die Idee gekommen, ja, dass ich sowas schreiben könnte, weil das war von mir besetzt. Und dann, ich glaube, das war sogar Ian Rolf Hill, der dann auf der Bühne war. Ja. Unser Freund Florian, schönen Gruß. Hi. Gruß nach Göttingen. Und ich dachte, boah, ist das geil. Das will ich auch. Ja, aber da waren auch noch andere. Da war noch Wolfgang Hohlbein war noch da, Marc Benecke war da, Sir Jason und natürlich auch die ganzen Sprecher. Ich habe sogar Jason getroffen. Der hat sich dann, was hat er sich gekauft? Ein Weihnachtskalender oder irgendwas im Merchandise. Das ist toll, dass Jason da rumläuft. Oh, da gib mal das her, ich brauche das auch noch hier. Hauptsache ist schwarz-gelb, gib her. Ja, ja. Also ich habe ihn kurz am Merchandise-Shop getroffen und... Das ist echt irrsinnig, ne? wenn man Jason selber so sieht, wie er so rumläuft. Also das ist auch echt der Meister, ja? Das kann ich nicht anders sagen. Absolut größten Respekt vor diesem Mann. Ja. Ja? Vor diesem Mann und vor dieser Fantasie und vor diesem Universum, das er ja aufgebaut hat. Wir steuern auf einer Schreibmaschine. Auf einer guten alten Schreibmaschine. Und Leute, wir steuern ja so ein bisschen in näherer Zukunft auf die 50 Jahre zu. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber nochmal auf die Convention zurückzukommen, hast du da auch das, weil ich bin da auch rumgelaufen, hast du da auch das Gefühl gehabt, ich bin nicht alleine? Ja, ich bin, das gab auch noch andere, weil vorher gab es immer die Leserbriefseite in der Mitte und dann hat man gesagt, okay, das war immer so ein bisschen anonym, man hat keine Gesichter gesehen und Leute nicht kennengelernt, aber jenseits von allen sozialen Medien und Internet hat man die Leute wirklich mal vor Ort gesehen. Genau. Ja. Das war schon schön. Und das war auch schön, dass man andere Leute getroffen hat, den man sich auch so austauschen konnte, ja, den man irgendwelche Sätze gesagt hat, wo die normale Umgebung, meine Freunde können damit nichts anfangen, ja, wenn ich denen sage, hast du das gelesen, hast du das gemacht, wie fandest du das? Ja. Und an diesem Tag muss es doch irgendeinen Moment gegeben haben, wo du gedacht hast, ich will selber schreiben. Ja. Weißt du noch, wann das war? Oder was? Das war das, wo die auf der Bühne saßen. Ja. Ich glaube, das war bei Florian, wo ich gedacht habe, das musst du zumindest mal, das ist ja so im Leben, man muss es zumindest mal ausprobiert haben. Mhm. Also wenn ich gescheitert wäre, wäre ich gescheitert. Aber ich musste es wenigstens probieren. Und ich dachte, habe mir so ein, wie man das so macht, ich habe mir so einen Weg überlegt. Ich dachte mir, okay, probierst es erstmal mit Kurzgeschichten. Ja. Ja, und dann habe ich ein paar Kurzgeschichten geschrieben, die sind dann auch alle auf der Leserseite veröffentlicht worden. Habe ich gedacht, okay, dann probierst du dich mal an einem Roman. Und da habe ich als erstes einen Roman geschrieben, der jetzt im Gespensterkrimi erschienen ist. Ohne John? Ohne John. Ohne John? Okay. Also erstmal habe ich es ohne John probiert. Okay. Da hatte ich noch Respekt davor. Ja, also, naja, ist ja bevor auch ich mich an so eine Figur rantraue, ja, hatte ich noch Respekt und dachte mir, ja, wer weiß, was Postal dann sagt, wenn ich dann sage, ich habe einen Roman geschrieben, John Sinclair. Also dachte ich mir, schreibst du erstmal ohne John. Und der ist jetzt im Gespensterkrimi erschienen. Alle lesen und kaufen. Wie heißt er? Sag, wie er heißt. Also es ist ein Zweiteiler, weil der war dann etwas länger ausgefallen. Also die Überschrift ist sozusagen die Erben des Eiswolfs. Also das ist mein Buchtitel.
was ja kein Buch wurde. Und dann heißt Teil 1 Die Bestie in mir und Teil 2 Nacht der Entscheidung. Marlene Klein, auf jeden Fall lesen. Und wer Werwölfe mag, sollte ihn besonders lesen und wer Vampire mag, auch. Ist es dein Lieblingsgenre, Werwölfe, Vampire, die klassischen Sachen? Ja, das ist schon so mein Ding, ja. Werwölfe und Vampire, so das Klassische. Und deswegen habe ich gedacht, damit kenne ich mich aus, damit fange ich mal an. Und wie ist es jetzt zu In schwarzer Tiefe gekommen? In schwarzer Tiefe habe ich dann geschrieben, also diese Figur, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt davon sagen darf, bevor ich was spoilere, aber ist ja schon erschienen. Also diese Figur, diese Doppelfigur, wer ihn gelesen hat, weiß, was ich meine. Wer nicht, denkt sich vielleicht, oh, könnte ich noch mal lesen. Es kommt zu einer Art Symbiose. Genau, ja, diese symbiotische Figur, die habe ich schon ganz lange mit mir herumgeschleppt als Gegner. Ja? Ja. Diese zwei Personen in einer oder zwei, das sind ja nicht Personen. Und dann war der zweite Gedanke, den ich dabei hatte, dass wir ja irgendwie noch mal sowas wie Nessie machen können. Ja, also ne? Dachte ich, naja, Nessie ist in Schottland, hat schon, und deswegen spielt der jetzt am Bodensee und deswegen heißt jetzt mein Hauptdrache sozusagen auch nicht Nessie, sondern Bodhi. Ja? Bodhi, genau. Bodhi. Und werden wir von Bodhi nochmal was hören, meinst du, oder? Ah, jetzt kommen wir aufs Ende hinaus, weil das ist so, das Ende ist so toll. Mit dem Ende habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist so, ups, was? Hallo? Ja, also da sind noch so ein paar Sachen offen. Ich finde das übrigens, Marlene, ich finde es übrigens total charmant, wie du John Sinclair sagst. Ja? Ja. Sag mal John Sinclair. John Sinclair? Ja. Du bist da halt ein Major aus Hesse und in Hesse spricht man halt John Sinclair aus. Ja? Und das haben nämlich auch die ganzen Sprecher, nicht alle, aber sehr viele Sprecher bei den Tonstudio Braun Hörspielen immer so gesagt, Mr. Sinclair. Die kamen ja alle von den Theatern aus Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt und so. Und das ist so dieses aber du bist mit den Hörspielen nie warm geworden. Nee, überhaupt nicht. Also schon von Kindheitsbeinen an habe ich nie irgendwelche Hörspiele gehört. Ich habe schon immer Musik gehört und noch nie irgendwelche Geschichten oder Hörspiele. Und auch nicht John Sinclair. Nee? Nee. Auch gar nicht? Gar nicht. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn Bastei sagt, hier, pass auf, hier in schwarzer Tiefe wird demnächst vertont? Ja, cool. Ja? Na, natürlich. Würdest du dir das anhören? Ja. Oh, jetzt habe ich sie in der Zwickmühle. Ich würde es mir auf alle Fälle anhören. Achtung. Alle Fälle. Es gibt nämlich auch, weil du ja über den Wiedereinstieg von Die Rückkehr des Schwarzen Tods gesprochen hast, es gibt ein sehr gutes Hörbuch davon, gesprochen von Joachim Kerzel und Frank Laubrecht mit sehr guten Effekten. Wer es nicht kennt, es gibt eine sehr, sehr schöne Version davon. Vielleicht mal, wenn man mal wieder im Stau steht auf der Mülheimer Brücke. Da höre ich ja immer nur Musik. Ah ja, man kann es doch mal anders probieren. Marlene, wir freuen uns auf viele, viele Romane von dir. Es gibt eine Frage, die ich jedem stelle, der da ist. Okay. Team Jane oder Team Glenda? Also ich glaube... Moment, ich muss das anders fragen. Marlene Klein, Team Jane oder Team Glenda? Okay, also... Identifizieren tue ich mich eher so ein bisschen mit der Jane, weil die immer so ein bisschen tougher ist. Außerdem ist sie auch blond. Ja? Also ich bin jetzt nicht richtig schwarzhaarig, aber Glenda ist ja so die dunkelhaarige. Jane hat irgendwie sowas. Außerdem ist sie die bessere Fighterin und die bessere Kämpferin und die hat den größeren Dickkopf. Hm. Und ich glaube, sie ist die tougher. Welche Figur schreibst du am liebsten außer John? Gibt es eine Figur, wo du sagst, über die... Da muss ich. Also, was ich immer sehr gerne mache, sind so diese John-Suko-Dialoge. Ja. Weißt du, die auch jetzt nicht so diese ganz ernsten sind, die flachsen ja mal so ein bisschen miteinander rum. Secundo El Mundo. Ja, das mag ich eigentlich ganz gern. Diese Buddies, ja. Ja. John und Suko. Der klassische Suko-Satz. Vorsicht, John, hinter dir? Ganz richtig. Vorsicht, John, hinter dir. Habe ich jetzt einmal extra eingebaut in dem Roman. Mal sehen, ob es jemand findet. Und auch Britta vielleicht ausstreicht. Bestimmt. Marlene, wir freuen uns auf weitere Romane. Vielleicht sogar mal einer, der in der Wetterau spielt. Ist ja auch schön. Ne? Kann man mal machen. Und wie gesagt, wir freuen uns auf weitere Romane von Marlene Klein bei John Sinclair oder bei den Gespenster-Krimis. Schaut mal auf unsere Seite. Da gibt es eine Biografie. Es ist, glaube ich, der gleiche Text, der auch hier drin ist. Mhm. Bei johnsinclair.de. Schaut mal, hört mal in unseren Podcast rein und liked uns und teilt uns weiter und schreibt Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und auf demnächst, wenn es wieder heißt John Sinclair Night Talk. Danke, Marlene. Bis bald.